Heute für euch 10 schnelle Fakten über den Döner. Los geht's! Nummer 10. In Berlin findet jedes Jahr die Dönermesse Döger statt. Betriebe rund um den fleischigen Drehspieß stellen ihre extra scharfen Neuheiten vor. Wenn du auch ein großer Dönerverehrer bist, dann ist diese Messe genau das Richtige für dich. Und die Nummer 9. Hättest du gedacht, dass in Deutschland in einem Jahr um die 3,5 Milliarden Euro mit Döner umgesetzt werden? Das ist eine ganze Menge. Nummer 8. Döner-Kebab bedeutet so viel wie gedrehtes Grillfleisch und kann mit P oder mit B am Ende geschrieben werden. Gut zu wissen. Und die Nummer 7. Der Döner wird seit dem 19. Jahrhundert in der Türkei als Tellergericht serviert. Die Variante mit Fladenbrot wurde in Berlin erfunden. Nummer 6. Döner gibt es übrigens nicht nur in der Türkei und in Deutschland. Gerade erst eröffnete eine Dönerbude in den USA. Außerdem kennt man den Döner auch auf den Philippinen, in Polen und in Japan. Und die Nummer 5. In Deutschland werden übrigens pro Tag 3,1 Millionen Döner verzehrt. Wenn wir nun davon ausgehen, dass ein Döner um die 3,30 Euro kostet, dann sprechen wir hier von über 10 Millionen Euro Umsatz und das täglich. Nummer 4. Der größte Döner der Welt wurde laut den Medien im Jahre 2005 in der westtürkischen Stadt Bursa zubereitet. Es wurden 240 Lämmer zu 2,7 Tonnen Lammfleisch verarbeitet und das Fleisch auf einem 3,7 Meter hohen Fleischspieß gesteckt. Die zum Grillen benötigte Kohlemenge sah dagegen schon fast bescheiden aus. 950 Kilogramm Grillkohle reichten für den krossen Lammdöner aus. Mit diesem riesigen Dönerspieß hätte man unter anderem auch 1000 normal große Spieße produzieren können. Okay, und die Nummer 3. Wer einen Dönerladen aufmachen will und wirklich einen Allerweltsnamen sucht, der nenne seinen Laden schlicht Alibaba. Alibaba ist nämlich mit Abstand der meistverwendete Name für Dönerläden. Ein wenig origineller sind da schon die Namen City und Orient, gefolgt von Istanbul und Antalya. Und wir machen weiter mit der Nummer 2. Es gibt geschätzte 10.000 bis 15.000 Dönerläden in Deutschland. Zum Vergleich, im Jahr 2007 besaß McDonald's rund 1300 Filialen und Burger King 600. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Es werden pro Jahr in Deutschland rund 400 Millionen Döner gegessen. Dies wiederum bedeutet, dass jeder Deutsche statistisch im Durchschnitt 5 Döner im Jahr zu sich nimmt. Reiht man alle in Deutschland im Jahr gegessene Döner in einer Kette aneinander, so würde diese 1,5 Mal um den Globus reichen. Da haben wir doch heute wieder was dazugelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.